Hallo, ich bin Martin. Bist du im Star Wars Jedi Fallenorden und weiter? Los geht's! Den haben wir jetzt anfangen. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Dann 0%. Hauptstory noch. Gewohnheiten im Griff haben? Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh! Ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Hier rüber, Junge, wir landen gleich. Wir reden später, Kerl. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Ach, was wird die da? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden. Okay. Tarful und Marie auf Kaschik. Ich bin ja Kaschik. Wo muss ich her? Choisik und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tarful markiert. Das Hologrammkarte. Den Überbruch, den Pass. Okay. Ah, ah. Fall nicht zurück.
Das Maximum 8 erhöht. Gefährliches Gebiet BD1. Okay. Warte schnell. Die Station wurde aufgegeben. Imperiale Patrouillen haben sie als Kontrollpunkt genutzt. Irgendwann musste er von gefährlichen Tieren übernehmen. Überrannt wurde bisher. Okay. Nein. BD, meinst du kannst das hier aufladen? Danke für die Hilfe. Geil gemacht. Hier. Los geht's. Was doch, es ging explodieren. So. Warte, der Lift kann dann einfach runter. Das kann Hey, PT! Hier! Okay.
Also warte noch schön. Dann noch schon mal zu meditieren. Dottero. Ne, nicht ganz. Ich dachte, der schaut hier dann. Hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Seer. Marie, also. Bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut, wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Wer müsste wirklich haben, aber wie? Ich sag jetzt nicht, dass ich dann kann. Nee. Ah! Und daher, du. Ey, fies, ich hatte aber verrutscht. Scannen. War es noch knapp? Mikal. Ah, da. Achte auf Angriff von oben und nutze die Chance zum Gegenangriff, wenn du sie parierst. Kurze Distanz, wenn du sie mit der Macht zu dir ziehst. Okay, in der bedrohlichen Mikal ist ein fliegender Halsfresser, der für seine Angriffe aus der Luft berüchtigt ist. Unter den Wokki-Ältesten, die seinen Bestand im Gleichgewicht hielten, galt er lange Zeit als Delikatesse. Seit der Besetzung des Planeten durch das Imperium haben sie die Bestände allerdings erholt. Als flink und als aerodynamische Akrobaten, welches diese Kreaturen gegen Gegenangriffe ihrer Beute mit Lister, Armut und technischer Instinkt aus. Okay. Das zu meditieren. Na warte, wir können einen Fertigkeitspunkt einsetzen. Was haben wir da noch?
kaviert sein Lichtschwert nach vorne und zieht es dann wieder zu sich, um die Gegner in der Flugbahn des Lichtschwerts zu treffen. Okay, das kann ich nicht. Ah, 3 Fähigkeitspunkte, aber es sind ja bloß eine. Na, ja, der da. Ja, weißt du, das ist der falsche Abit hier. Du, weg! Nein, gang doch weg! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Nein, das ist fies! Wurde fies! Wurde fies! Trefft ihn endlich! Nein! Ah! Ruft du? Hat kurz und freigeschaltet. Okay. Was soll das für eine Abkürzung sein? Ah, das ist der Lift, okay. Und wo komme ich da her? Ah, bin ich doch. Ich meinte, ich kann den Kugel zurückschießen, oder was? Ach, nee. Komm. Das hat mich kalt. AT-AT, der auch als Imperator Kampfläufer bekannte Alteria Armatanz vor AT-AT ist das gepanzerten Angriffsdivision des Imperators Imperiums, der feiner Multitrupper-Transporter wurde beim Offizier schwer Bodentruppen eingesetzt und dient in Linie der Neutralisierung von Aufständischen und der Durchsetzung der imperialen Besetzung in allen Teilen der Galaxis. Der AT-ATS verfügt über bemerkenswerte Angriffssysteme wie schwere am Kinn angebrachte Langstrecken, Blasterkanonen seitlich montierte und eine undurchdringliche Panzerung. Okay. Nein, Urfeed!
Alter. Nehmt die Ruhe. Der Überfall. Ja, ich habe jetzt einen Druck. Ich kann nicht mehr einen Druck. Also, gang weg. Komm, 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 lauf, 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 gib ihm hier, komm, 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 komm. BD, ich brauche Hilfe. Nein, das glaubst du nicht. Ja, weißt du, wie fies. Ja, da landet in der Gattin 4, ich weiß. Ja, komm, lauf, lauf, hey, lauf. Ja, aber ist doch ein Tier. Ey, was du kannst mich trotzdem noch verbrechen, du. So besiegt. Scanner? Bist du dort? Was? Ich höre dich, BD. Zeig mal. Okay, was? Wookie-Behausung. Es war die Schattenland voller Wookie-Dörfer, die friedlich mit ihrem natürlichen Umgebung koexistierten. Die Verheerung der Wies-Rossis ist ein bedeutender Aspekt der Wookie-Architektur. Okay. Yay! Da ist die Kupfung. Ach cool, da kommt eine. Du bist ruhig. So. Das ist dann etwas zu hell. Uftun. Hey BD, siehst du mal an. Okay, BD. Dort. Was ist es? Ein Sichtschwertmaterial erhalten, okay. Ah, das ist ein bisschen versteckt. Auf Tour. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Ich werde Hülse erhalten. Okay.
ich kann das Speicher nicht sehen. Danke für das Video, ich hoffe es hat euch gefallen, gebt mir ein Like, wenn ihr es gefallen habt, lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.